Bitteschön. Ja. Was hält? Geht das so? Hallo? Mal gucken, welche Höhe. Ja, der Mikrofonständer ist ein bisschen widerspenstig. Mal gucken, ob das so geht. Hört man mich so gut? Ja, ne? Ja, also Politik, das Thema, das werde ich jetzt auch einmal kurz umreißen in meiner Rede. Und ich fange einfach mal an, das hier vorzulesen. Heute geht es mir um die Nachhaltigkeit einer Mahnwache nämlich. Ich gebe der Rede schon einmal einen Namen, und zwar die Dauermahnwache. Weil ich nicht weiß, welcher Titel dafür besser als dieser wäre. Das Besondere, wovon die Rede handelt, ist die Dauer der Mahnwache. Nachdem ich immer mehr das Bedürfnis hatte, seitdem ich auf die Mahnwache gehe, nicht nur jeden Montag von 18.30 Uhr bis ca. 21 Uhr zu mahnen, habe ich nach Menschen gesucht, die dasselbe Bedürfnis haben. Tatsächlich bin ich auf Menschen gestoßen, die das nicht erst seit heute oder gestern tun, sondern teilweise sogar schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Diejenigen, die mich kennen, können sich wahrscheinlich schon denken, welches Geheimnis hinter diesen Menschen steckt. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, müssen leider noch bis zum Ende warten, bis ich das Geheimnis lüfte. Ich habe nämlich Menschen getroffen, die die Grundidee der Mahnwache, ebenso nun wie auch ich, als einen Lebensstil praktizieren wollen, sodass die Dauer ihrer Mahnwache praktisch ihr ganzes Leben umfasst. Und zwar nicht nur von der Dauer her, sondern auch vom qualitativen Umfang her. Ihr ganzes Leben, alles, was sie tun, ist von Wachsamkeit und Ermahnung für die Wahrheit und den Frieden geprägt. Dieses schließt natürlich mit ein, dass diese Menschen in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklungen auch ständig wach bzw. wachsam sind. Diese Wachsamkeit gehört zu ihrem Lebensstil und ihr ganzer Lebensstil ist eine ständige Mahnung an ihre Mitmenschen. Weil ihr ganzes Leben von dieser Wachsamkeit und von der Mahnung zu Wahrheit und Frieden geprägt ist, besuchen sie noch nicht mal offizielle Veranstaltungen wie eine Montagsmahnwache, bei denen sie ihr Fähnchen eigentlich nur zu dieser Zeit für alle sichtbar in die Luft halten. Denn sie selbst betrachten ihr ganzes Leben als eine einzige durchgehende Mahnwache und nicht nur als eine Mahnwache, bei der man durchs bloße Hingehen sein Soll schon erfüllt hätte. So kam ich mit dem ein oder anderen dieser Menschen ins Gespräch, auch darüber, dass ich selbst seit Oktober auf die Montagsmahnwache in Hamburg gehe, um deutlich zu machen, dass ich für Frieden und auf der Suche nach Wahrheit bin. Exemplarisch verlief das Gespräch mit einem dieser ungewöhnlichen Menschen in etwa so, dass wir uns schnell darüber einig wurden, dass wir etliche Videos im Internet von solchen Mahnwachenveranstaltungen, die man sich vor allem von Berlin, Köln und in einigen anderen größeren Städten anschaut, sehr ambivalent auffassen. Denn einerseits freute es sie wie auch mich, zu sehen, dass sich Menschen ernsthaft Gedanken über den Frieden machen und überlegen, wie sie zu dessen Erhaltung oder Wiederherstellung beitragen können. Andererseits jedoch ist jeder einzelne von ihnen gegenüber solchen Veranstaltungen von Anfang an skeptisch gestimmt, weil jeder sich dessen bewusst ist, dass euch solche Überlegungen am Ende doch zu kurz greifen würden. Denn jeder kann sich aufgrund seines eigenen Erkenntnisstandes ohne großes Nachdenken über den Kern der Probleme klar werden, nämlich dass sich die Überlegungen auf den Mahnwachen meistens nur auf bestimmte Aktionen konzentrieren, die man heute oder morgen und dann auch nur vielleicht einmal macht und dann sind sie wieder vorbei. Den Glauben zu haben, dass sich dadurch wirklich etwas nachhaltig verändern wird, ist für diese Menschen aber illusorisch. Denn die Probleme sitzen viel tiefer, als irgendwer mit dieser oder jener Aktion die Probleme lösen könnte. Schließlich handelt es sich um langfristig gewachsene Probleme, die nicht einfach mit irgendeiner Aktion beseitigt werden können. Zudem kann niemand so viel Aktionismus entwickeln, wie nötig wäre, um alle diese Probleme auf politischem Weg ernsthaft anzugehen. Wenn wir heute also um den Frieden besorgt sind, müssen wir uns doch vor allem fragen, warum er in Gefahr ist. Wir müssen den Willen haben, uns auch mit den zunächst unbequemen Dingen, und zwar mit Veränderungen im eigenen Leben, beschäftigen. Mit einem kurzen gedanklichen Einschub und zwei konkreten Fragen möchte ich mich an diesem Punkt der Rede jetzt ganz direkt an euch richten, denn am liebsten will ich zu euch sagen, ja, dieser Wille ist bei euch da. Doch hier kommt die erste Frage, mit der ich euch schon das ein oder andere Mal mindestens indirekt angefragt habe. Sucht ihr wirklich? Vor allem, sucht ihr wirklich nach Wahrheit? Versucht ihr, die Lügen dieses Weltsystems zu entlarven?
Und das frage ich besonders diejenigen, die meinen, es würde keine richtige Wahrheit geben. Es würde kein richtiges Richtig oder Falsch geben. Und jetzt die zweite Frage, die ihr hier für den Frieden einstehen wollt, wenn wir auch über die Historie der Mahnwache hier in Hamburg nachsinnen, die ja zum Glück zurzeit orgafrei ist. Schafft ihr es auch wirklich immer so zu handeln, wie ihr es wollt? Oder tut auch ihr hier schon auf der Mahnwache das, was ihr eigentlich hasst, wenn manchmal eure Stimmen plötzlich doch nicht mehr friedfertig sind, sondern aggressiv? Behaltet diese beiden Fragen bitte einfach mal in eurem Hinterkopf. Aber jetzt zähle ich ein paar Zusammenhänge auf die ja auch viele Vorträge auf verschiedensten Mahnwachen hingewiesen haben. Da sind zum Beispiel die Großindustrien, die immer mehr Menschen versklaven und nach allen Ressourcen greifen. Die Ölkartelle, die Monopole errichten. Die Rüstungsindustrie, die ständig Kriege braucht. Die Lebensmittelkonzerne und Gentechnikkonzerne, die unser Essen vergiften und ganze Länder verwüsten. Die Pharmakonzerne, die uns mit Chemiepräparaten und Impfstoffen vergiften. Die verlogenen Medienkonzerne, die sich nicht nur tagtäglich weigern, vernünftig über Chemtrails zu debattieren, sondern auch von Geheimdienstmitarbeitern durchsetzt sind, die uns manipulieren. Die Atomindustrie, die immer mehr unsere Umwelt verstrahlt. Dann sind da die vielen Kriege, einer nach dem anderen oder mehrere gleichzeitig. In Korea, dann in Vietnam, dann in Israel, Guatemala, Irak, Iran, Afghanistan, wieder Irak, Georgien, wieder Afghanistan, Libyen, Syrien, immer wieder in Palästina, an allen möglichen Ecken und Enden in Afrika, wie davor Nigeria, Äthiopien, Ruanda, Mosambik und nun in der Ukraine. Und auch noch in Jemen, um nur einige zu nennen. Und nun soll ganz Europa in den Krieg gegen Russland gezogen werden. Auch China wird nach und nach von den USA eingekreist. Auch hier wird schon heute ein Konflikt für die Zukunft vorbereitet. Das wäre fürs Erste die Aufzählung von Grausamkeiten, die wirklich keiner totschweigen kann. Naja, die internationale Drogenmafia sei noch erwähnt. Über alles andere, was die aufgezählten Grausamkeiten noch übertrifft, sollte man vielleicht doch lieber hier in der Öffentlichkeit den Mantel des Schweigens hüllen, um diesen Düsterkeiten nicht zu viel Wortgewicht zu geben. Ja, wir scheinen es ja hier und dort herauszufinden. Hinter allen Großindustrien und internationalen Konzernen samt der Drogenmafia stehen die Bankereliten. Diese produzieren das Geld aus dem Nichts und kaufen damit die ganze Welt. Der größte Teil des Vermögens auf der ganzen Welt gehört gerade einmal ca. 1575 Konzernen, die alle mit der Fed vernetzt sind. Im Dienste der Großindustrien und Bankerelite stehen nicht nur die Medienkonzerne und die staatlichen Medien, sondern auch das staatliche Bildungswesen, ja sogar die staatlichen Regierungen selbst. Deshalb ist es auch egal, wen wir wählen, alle Wahlen gehören zum System. Deshalb werden Wahlen nie das System an sich ändern. Vielmehr ist es doch so, dass alle bisherigen Wahlen, die jemals abgehalten wurden, uns genau zu diesem System geführt haben, das wir heute haben. Zu dem System, das all diese Probleme produziert und sprichwörtlich systematisch produziert. Das gesamte demokratische System ist Teil der Strategie der Bankerelite. Und es war Karl Marx, der die Einführung der Demokratie forderte und dabei den Kapitalismus anprangerte, während er niemals die Rolle der internationalen Hochfinanz der Bankerelite und deren Geldschöpfung aus dem Nichts aufzeigte und anprangerte. Denn diese waren in Wahrheit seine Auftraggeber. Internationaler Hochfinanzkapitalismus und Kommunismus sind nur zwei Seiten ein und derselben Medaille. So sei einmal nur die Spitze des Eisberges von Problemen in der heutigen Welt angesprochen, durch welche ständig der Frieden gefährdet wird. Wie wollen wir diese alle lösen? Mit einer Mahnwache? Ja, es gab auch Lösungsansätze, die auf dieser oder jener Mahnwache angesprochen wurden. Und wir sollten sie nicht schlecht reden oder uns entmutigen lassen, wenn wir uns ernsthaft um Lösungen bemühen. Die Probleme, die unsere Gesellschaft hat, sind jedoch viel zu groß, zu tief, zu umfassend und zu weitreichend, um von diesem oder jenem politischen Lösungsansatz einfach beseitigt werden zu können.
Dazu kommt, dass politische Lösungen immer erst erarbeitet werden können, nachdem das Problem bereits entstanden ist. Und dass die meisten Menschen ein Problem erst dann überhaupt erkennen, wenn es so groß und einschneidend geworden ist, dass es nicht mehr sich leugnen lässt, wobei es dann immer noch fraglich ist, ob sie überhaupt etwas und was sie dann zu seiner Lösung beitragen wollen. Die meisten Menschen sind doch längst selbst zu einem Teil der Probleme geworden. Sie sind ein Teil dieses uns krank und alles kaputt machenden Systems geworden. Doch genau darin liegt zugleich die eigentliche Lösung. Was wir brauchen, ist nämlich eine umfassende Lösung. Eine Lösung, die möglichst die Probleme alle gleichzeitig angeht. Und diese kann nur im Menschen selbst gefunden werden, nicht in einer Partei, nicht in einer Aktion oder in einer politischen Mahnwache oder was auch immer, auch wenn alle diese Dinge noch so gut gemeint sind. In Wahrheit verhält es sich doch so, dass jeder Mensch lieber mal etwas spendet oder an irgendeiner Aktion teilnimmt, als dass er sich selbst umfassend ändert. Und das ist der Kern des Problems. Der Mensch selbst muss jedoch einen anderen Lebensstil annehmen, sodass sein Leben zu einer nachhaltigen Dauermahnwache wird. Und zwar so, dass er möglichst auf allen Problemgebieten gleichzeitig wirksam wird. Und das möglichst ohne zusätzlichen oder zu großen Aufwand, sonst können wir das nicht bewältigen. Diese Lösung liegt allein im Menschen selbst. Erst wenn dieser sich grundlegend ändert, werden sich auch alle Verhältnisse wieder ändern. Und genauso wie die Probleme scheinbar von selbst gewachsen sind, werden sie auch von selbst wieder verschwinden. Es ist wie mit einem Krebsgeschwür, das wieder von selbst kleiner wird, bis es weg ist, weil es dem Körper gelungen ist, einen Heilungsmechanismus in Gang zu setzen. Dazu bedarf es nur eines bestimmten Auslösers. Worin dieser Auslöser besteht, werdet ihr am Ende meiner Rede verstehen. Nun, ich will euch einmal sagen, worin ich mir mit den dauermahnwachen Menschen, die ich anfangs erwähnte, einig geworden bin. Als wir uns über Lösungsansätze von ein paar in den Vordergrund der Mahnwache gerückten Menschen, zum Beispiel von Ken Jebsen, Jürgen Elsässer oder Andreas Popp austauschten, nur um mal einige bekannte Namen zu nennen. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Ken Jebsen rief zum Beispiel in Berlin Soldaten und Amtsträger dazu auf, auch mal Nein zu sagen, sich hier oder da zu verweigern, um einer höheren Verantwortung nachzukommen, als sie allein in irgendwelchen Vorschriften formuliert ist, die doch nur nach Bedarf ausgelegt und angewendet werden. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, waren oftmals allein. Sie kannten meistens niemanden, der politisch aktiv war, und es interessierte sie auch nicht, solche kennenzulernen oder an irgendeiner politischen Aktion teilzunehmen. Einige von ihnen waren sogar völlig unpolitisch und sind es noch bis heute. Durch das plötzliche Begreifen der eigenen persönlichen Verantwortung für den Frieden auf so tief und umfassende Weise kam es zu Kriegsdienstverweigerungen, obwohl diese Art von Menschen ursprünglich nicht zu verweigern gehörten, die aus rein ethisch-menschlicher Sicht dem Zivildienst nachgingen. Manch einer von ihnen war bei der Bundeswehr schon sehr gut aufgestellt. Ich spreche hier zum Beispiel von einem Offizier und Piloten, der schon vor Jahrzehnten aufgewacht ist. Jeder von ihnen nimmt nämlich für seine Erkenntnis der Wahrheit sogar die Arbeitslosigkeit in Kauf. Und er kann es sogar in Kauf nehmen, zunächst die eigene Wohnung oder das eigene Haus zu verlieren und das nicht erst in Zeiten der jüngsten sogenannten Finanzkrise vor bald 10 Jahren. Einige haben schon vor so vielen Jahren ihren Sinneswandel vollzogen, dass sie jetzt wieder mit einem Dach über den Kopf auf etliche Jahre ihrer Dauermahnwache zurückblicken können. Stellt euch mal vor, alle Menschen würden so handeln. Mehrere bekannte Redner zeigten, wie wir ja wissen, die Verbindungen zu den Bankerliten auf, die hinter all den großen Problemen der heutigen Zeit stehen. Bis man auf der Berliner Warnwache das Wort Fett nicht mehr sagen durfte, weil das antisemitisch sei. Wenn es um das Aufwachen geht, was ja bei jeder Systemkritik als Postulat gilt, ist jedem, der auf die Weise, wie ich es hier gerade beschreibe, aufwacht, schlagartig klar. Und zwar, ohne dass er den Geldschöpfungsmechanismus durch Schuldgeld aufgrund von Krediten kennen müsste. Dass sich alles in ihm sträuben würde, wenn er jemals wieder in seinem Leben einen Kredit von irgendeiner Bank aufnehmen würde. Zudem halten es die meisten schon seit etlichen Jahren für ratsam, nie Geld länger auf einem Konto zu haben, als sie es für die laufenden Überweisungen brauchen. Außerdem kann man bei der Art von Aufwachen, wovon ich hier gerade rede,
sehr schnell erkennen, dass auch Versicherungen nur Zweigstellen der Bankerelite sind. Weshalb ein derartig aufwachender, außer einer gesetzlichen vorgeschriebenen Mindest-Kfz-Versicherung, auch keine Versicherung mehr braucht. Und das konnte der ein oder andere schon, wie gesagt, vor mehr als einem Vierteljahrhundert begreifen. Stellt euch mal vor, alle Menschen würden so handeln. Viele Redner auf allen möglichen Mahnwachen haben die Regierungen kritisiert und dazu ermahnt, nicht mehr wählen zu gehen. Den Aufwachenden, von denen ich hier rede, ist schlagartig klar, dass man nicht mehr wählen gehen wird, weil man auf einmal weiß, dass das ganze Parteiensystem falsch und das ganze politische System durch und durch faul ist und dass eine systemimmanente Wahl daran nichts ändern würde, sondern vielmehr selbst der Teil der Ursache dieser Fäulnis ist. Und sie begreifen das teilweise, also wie gesagt, schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Stellt euch mal vor, alle Menschen hätten vor einem Vierteljahrhundert schon so gehandelt. Es gab auch Redner auf Mahnwachen, die vor den sogenannten Mainstream-Medien warnten. Insbesondere auch vor dem Fernsehschauen. Die erste Handlung von vielen dieser Aufwachenden war es, ihren Fernseher über Bord zu werfen. Und das, als es noch nicht einmal annähernd so viel Trash-TV wie heute gegeben hat. Nein, es gibt auch Menschen, die das schon vor gut 30 Jahren getan haben. Stellt euch mal vor, alle Menschen würden so handeln. Es waren auch einige weniger bekannte Redner auf Mahnwachen, die vorschlugen, den persönlichen Konsum einzuschränken und bewusster zu gestalten. Für viele der Aufgewachten, von denen ich rede, waren, als sie noch nicht aufgewacht waren, Urlaubsfahrten, die auch obligatorisch mehrmals im Jahr stattfanden, völlig normal und ihr Konsum war im Allgemeinen systemkonform. Als Aufwachende wurde ihnen jedoch schnell klar, dass sie nicht ständig in irgendwelche anderen Länder fahren oder fliegen oder sich irgendetwas Schönes kaufen müssen, was eigentlich völlig unnötig ist, nur um sich selber vorzumachen, dass sie ein schönes Leben hätten. Stattdessen übten sie sich darin, mit möglichst wenigem auszukommen und vor allem auch ihren notwendigen Nahrungsmittelkonsum bewusst zu gestalten. Und zwar vor allem im Hinblick auf natürliche Qualität und Herkunft. Lieber regional als aus fernen Ländern. Und schon gar nicht aus einem menschenverachtenden Landraubenstaat wie Israel. Dazu lieber biologisch als mit chemischen Präparaten und Gentechnik. Stellt euch mal vor, alle Menschen würden so handeln. Und wisst ihr was? Bezogen auf die Ernährung habe ich darüber nämlich schon Zeit meines Lebens nachgedacht, weil schon meine Eltern mich Gott sei Dank biologisch ernährt haben. Hin und wieder wurde auf Mahnwachen auch die Pharmalobby als ein Grundübel heutiger Probleme erwähnt. Jedem Aufwachenden, von denen ich hier rede, ist ziemlich schnell klar, dass ihr Körper keine Chemiefabrik ist und deshalb auch nicht für die Aufnahme von Chemikalien oder giftigen und vor allem quecksilberhaltigen Impfstoffen gebaut ist. Deshalb nehmen sie zum Beispiel so gut wie keine chemischen Präparate der Pharmaindustrie zu sich. Jede Impfung konsequent abzulehnen gehört natürlich dazu. Und ich bin für mich persönlich froh, dass meine Eltern es kaum zugelassen haben, mich impfen zu lassen. Stellt euch mal vor, alle Menschen würden so handeln und sich auch wie viele Heilpraktiker nach und nach schlau machen, wie man dieses oder jenes Gesundheitsproblem mit natürlichen Mitteln angehen kann. Zum Glück habe ich damals als fast 18-Jährige Nein zu dieser Gebärmutterhalskrebsimpfung gesagt, mit der uns Mädchen überall Propaganda wirksam Angst eingejagt wurde. Nun, diese Liste ließe sich einige Zeit lang fortsetzen. Ihr habt ja nun bestimmt verstanden, wovon die Rede ist, wenn es darum geht, dass die Lösung aller Probleme im Menschen selbst liegt und jeder Mensch jedes einzelne Problem nicht einfach wegtun kann, wenn er auf einer Problemebene womöglich mal erfolgreich ist. Ja, und ich kann euch sagen, dass mich während der Mahnwachenzeit die Frage nicht losgelassen hat, wie kann ein Mensch alleine, ohne irgendwelche politischen Aktionen und vor allem unabhängig vom Zeitgeist, alle möglichen Probleme dieser Welt in seinem eigenen Verantwortungsbereich so gezielt und konsequent angehen und ein Verhalten entwickeln, das, wenn es alle annehmen würden, wirklich zumindest die meisten der heutigen Probleme effektiv vermeiden würde. Gibt es da nicht ein Geheimnis? Und was macht mich heute so sicher, dass solch Aufwachende, von denen ich euch hier exemplarisch berichtet habe, wirklich plötzlich alles Mögliche auf einmal begreifen und dazu auch noch bereit sind, für ihre Verhaltensänderungen sogar einschneidende persönliche Opfer zu bringen? Woher hatten diese ihre Überzeugung und ihr Wissen? Nun,
Dieses Geheimnis teile ich euch jetzt mit oder wiederhole es für diejenigen, die mich kennen. Wir haben die Bibel gelesen. Und das, besonders das Neue Testament mit der Bergpredigt hat uns so ergriffen, dass wir zu der Überzeugung gelangt sind, dass wir wirklich alles wahr ist, was darinnen geschrieben steht. So dass wir daraufhin wahrhaftig Christen geworden sind. Und zwar ohne staatliche Kirchen und vereinsmeiernde Organisationen, auch wenn sie sich dann Freikirchen nennen. Nein, ein Christ braucht keine Organisation. Ein Christ folgt direkt der Lehre des Christus, sprich der Bergpredigt. Ja, Menschen zu treffen, die das schon längere Zeit so leben, wie ich das leben will, hat mich tief beeindruckt. Wie einige von euch mitbekommen haben, habe ich mich erst vor kurzem biblisch taufen lassen. Während meiner gesamten Mahnwachenzeit habe ich ja vor allem auch immer die Bibel befragt und hatte sie in dieser Zeit endlich das erste Mal im November letzten Jahres komplett gelesen. Seitdem ich das erste Mal vor etwa 5 Jahren von der Bergpredigt ergriffener war als bei allem, was mir je zuvor im Leben begegnet ist, habe ich mich insgeheim gefragt, ob es Menschen gibt, die wirklich ihr Leben nach ihr ausrichten und habe mich auch immer mal zwischendurch gefragt, ob meine Kindertaufe ihre biblische Gültigkeit hat. Nach meiner Erfahrung haben nur solche Menschen auf eine leichte Weise die Kraft, ihr komplettes Leben sinnvoll zu gestalten, die Christen sind. Weil sie sich, und das ist mein Glaube, aus Liebe zum Herrn Jesus von ihm führen lassen. Auch ich lasse mich nun von ihm auf meinem Lebensweg leiten und fühle mich nicht mehr einsam und überfordert, wenn ich die Grausamkeiten, die ich vorhin aufgezählt habe, in der Welt sehe und habe nicht mehr das Gefühl, all dem ohnmächtig gegenüberzustehen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, zwar den Willen zu haben, irgendetwas durch mein Verhalten zu ändern, aber dann doch nicht die Kraft dazu. So habe ich seit meiner Mahnwachenzeit immer mehr das Bedürfnis, nicht nur montags zu einer bestimmten Zeit für den Frieden zu mahnen. Nein, ich möchte mein Leben wie auch andere ernsthafte Christen, so gesehen als Dauermahnwache gestalten, indem wir dem Herrn Jesus freiwillig folgen und die Früchte von verschiedensten Bewegungen, die den Willen haben, tatsächlich etwas zu bewirken, unter die Lupe nehmen. So wie ich seitdem handele, erscheint es zwar oft denjenigen, die mit dieser Liebe noch nicht so viel anfangen können, so, als ob ich mich geißeln würde. Ich sehe aber die Sache eher so, dass ich mich immer weniger von diesem Weltsystem und dessen Werten geißeln lasse. Ich denke, dass sich nun mein Leben weiterhin sehr verändern wird. Ich glaube wirklich, ich werde jetzt zu einer Dauermahnwache. Und nun stellt euch mal vor, alle Menschen wollen zu einer Dauermahnwache werden. Damit möchte ich die Rede beenden. Und zum Schluss noch gerne sagen, weil ich das diesmal anfangs übersprungen habe. Ich bin Judith, bin Christin und habe für mich und den Herrn Jesus gesprochen. Dankeschön.